So, hi und hallo mal wieder. Ja, mal wieder vor die Kamera. Und warum? Ihr habt es gelesen. Um Danke an euch zu sagen. Danke, 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 danke dafür. Warum? Ich habe die 20.000 Abonnenten geknackt. Hey, und das noch 2020. Das passt. 2020 noch 20.000 Abonnenten gepackt. Aber ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Und dafür möchte ich mich einfach nur bedanken. Ja, und jetzt werde ich natürlich auch ein paar Fragen beantworten und sagen, was euch erwartet 2021. Auf jeden Fall weiterhin schwachsinnige Videos. Ja, ich habe richtig Spaß daran gefunden. Einige von euch auch. Ich werde sie sowieso machen. Warum mache ich das? Viele wissen das wegen meinem Haustier. Ich habe das früher als Ablenkung gemacht, mache ich natürlich heute auch noch. Weil er ist ja noch da. Die Ablenkung ist wirklich gut. Ich mache einen Film, tue ihn in Netzstellen und sowas. Alles, lest eure Kommentare. Ist die Ablenkung. Dann ist es ein riesen Hobby geworden. Ihr seht ja selber, wie viele Filme ich am Tag meistens reinstelle. Ein mindestens, zwei, drei. Es kommen immer wirklich verschiedene Filme. Und es sind natürlich Filme, die einen finden die gut, die anderen finden die weniger gut. Auf die einen kriege ich ein paar Klicks, auf die anderen nicht. Aber das ist egal. Einige wissen das von euch. Hauptsache, ich bin abgelenkt. Ich mache mein Hobby, ich habe Spaß dran, bin abgelenkt und wenn ich nur ein bis zwei Leute damit mit diesem Video erreiche, dann ist alles top und dafür danke. So, und jetzt natürlich. Dieses Jahr wird euch auf jeden Fall schwachsinnige Videos erwarten. Das steht schon mal fest. Dann natürlich sehr viel Unboxing-Geschichten, alles, was ich mir so hole. Ihr wisst es, die letzten Jahre sowieso Unboxing-Videos von gemacht. Dann Magazine, die ich noch nie auf meinem Kanal hatte, die mir vielleicht gefallen und den einen oder anderen gefallen können, werde ich natürlich auch machen. Ist ganz klar. So, und jetzt habe ich unter anderem Kommentare gelesen, wo ich eine neue Wundertüte euch vorgestellt habe, warum ich das auf 10 Minuten gezogen habe. So, ich gehe arbeiten. Ganz normal. Das ist nur mein Hobby. Ich verdiene damit nicht irgendwie Geld. Ich kriege zwar etwas, aber das setze ich ja sofort wieder um in Magazin, in Lego-Produkten. Es sind nur ein paar Cent. Es ist ja, ein paar Cent, ein bisschen mehr, aber man kann davon nichts erstreiten. Meine Wundertüten kann ich mir davon bezahlen, ein paar Magazine, alles andere nehme ich von meinem Geld. 2020 ist natürlich ein blödes Jahr gewesen, wissen wir alle, Corona. Man musste kürzer treten auf der Arbeit. Lohneinbüßung. Deswegen habe ich natürlich auch dasselbe Problem. Genauso wie ihr, eure Eltern, eure Verwandten. Wir haben alle das Problem. Wir müssen nicht darüber meckern. Deswegen mache ich ab und zu Videos, die unter 10 Minuten sind und ab und zu Videos, die über 10 Minuten sind. Dass ich wenigstens etwas verdiene oder reinkriege. Und ihr unterstützt mich ja sowieso. Ihr wisst das ja, ich verlinke immer unter ein Video, was, wenn ihr was bei Amazon bestellt. Ich kriege davon auch ein paar Prozent ab. Ich möchte es hier nicht verschweigen. Aber das alles zusammen, die Klicks, was ich an YouTube finde, bei Amazon, das ist, ich bin jetzt mal ehrlich, noch nicht mal die Hälfte an Umkosten, was ich so im Monat an Videos mache. Noch bei Weitem nicht die Hälfte. Also könnt ihr euch das vorstellen, es ist nicht viel. Aber ich muss es ab und zu machen. Lohn, ihr wisst es, ist gekürzt, weil man ja weniger arbeitet wegen Corona. Und ich möchte ja doch mein Hobby und euch noch die Videos ermöglichen. Deswegen, es sind einige Videos da, die über 10 Minuten gehen. Ich hoffe, ihr seid nicht böse. Es sind Videos da mit neuesten Magazinen, die unter 10 Minuten gehen. Da ist es dann sowieso egal. Aber ich hoffe, dass ihr nicht sauer deswegen seid. Aber wie soll ich das sagen? Ich will ja weiter für euch Videos machen. Mich ablenken. Das ist meine... Am meisten möchte ich mich ablenken. Das ist einfach so. Das ist ein großer Hobby von mir geworden. Ist top. Euch hat es ja auch gefallen, sonst würde ich die 20.000 Abonnenten nicht haben. Und jetzt wisst ihr, was ihr 2021 erwartet. Auf jeden Fall schwachsinnige Videos. Neue Unboxing-Geschichte. Neue Magazine möchte ich gerne ausprobieren. Und die schwachsinnigen Videos sind bei mir... Ich sehe es von hier aus. Wundertüten. Es sind Magazine, Ninjago, Star Wars, ich habe sie alle hier. Ich kriege sie zurzeit nicht auf dem Flohmarkt oder Wochenmarkt. Es gibt ein paar Leute,
die verkaufen sowas, weil die mich kennen. Die meisten kommen dann an, ich mache gerne was für die, mache Fotos, bearbeite sie Videos und sowas, ich nehme dafür kein Geld. Dann kommen die an, geben mir mal 3 Magazine, 2 Wundertüten, 4 Wundertüten. Und dadurch kann ich diese schwachsinnigen Videos machen. Ich finde das auf eine Art gut. Ich habe dann sehr viele neue limitierte Karten, Minifiguren und. Und euch gefällt es auch. Und deswegen wollte ich einfach nur jetzt mal ein Video machen, was ich sage, was euch erwartet. Aber das Wichtigste ist für mich einfach nur zu sagen, danke, danke, danke an euch, dass ich die 20.000er geknackt habe. Und danke, dass es so weitergehen kann, dank euch. Und deswegen hoffe ich, jetzt mal Kommentare von euch zu hören. Und wie immer, bis demnächst. Bleibt auf jeden Fall gesund, ihr und eure Familie. Das ist das Allerwichtigste. Und dann wie immer, guckt hin und schaut zu.